Mit einer Rückschau auf das heurige Jahr und einem kurzen Ausblick auf 2014 verbindet der Landesvorsitzende der SP Niederösterreich, Matthias Stadler, die Weihnachts- und Neujahrsgrüße. Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher von N1, das Jahr 2013 ist quasi zu Ende. Es war ein sehr abwechslungsreiches Jahr mit vielen Entscheidungen. Zuerst über das Bundesheer, dann die Wahlen in Niederösterreich, die Wahlen auf Bundesebene, Verhandlungen, ein Auf und Ab auch bei Wirtschaft und Finanzen. Und es ist in Zeiten wie diesen nicht einfach, das Schiff eines Landes, einer Kommune, von Kommunen auch durch die See zu steuern, wenn durchaus die Wogen manchmal hochgehen. Geschätzte Damen und Herren, vieles ist in diesem Jahr trotzdem gelungen. Politik hat versucht, sich zu positionieren. Im Land Niederösterreich hat man ein Abkommen zwischen Sozialdemokratie und ÖVP geschlossen, einen konstruktiven Weg für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eingeschlagen. Zu diesem Abkommen gehören viele Dinge, die geregelt werden mussten. Spekulationsverbot, leistbares Wohnen, zusätzliche Wohnungen für die Zukunft, aber auch Weichenstellungen in den Regionen, in der Bildung, in vielen Arbeitsgruppen, die in den nächsten Jahren noch tagen werden. Kommunalgipfel war ein Höhepunkt, wo man die Gemeinden ganz sicher entlasten konnte. Jeder Euro, jeder Cent, der bei den Bürgerinnen und Bürgern ist, ist einer, der für verschiedenste Vorhaben in den Kommunen eingesetzt werden kann. Der Sozialdemokratie ist es ein großes Anliegen, Beschäftigung zu haben, das auch in strukturschwächeren Bereichen, die Infrastruktur auszubauen, auf der Schiene, im Busverkehr, aber auch auf der Straße. Niederösterreich ist so ein großes Bundesland, wo man das benötigt. Es geht natürlich auch um die Zukunft unserer Kleinsten, wenn es darum geht, 5000 Plätze zu schaffen in den nächsten Jahren, Kleinstkinderbetreuung. Kindergärten haben wir toll ausgebaut in den letzten Jahren, aber hier gibt es die Notwendigkeit nachzujustieren. Nachmittagsbetreuung, Ganztagsschulen auszubauen, das Bildungsangebot insgesamt zu verbessern, ob es Pflichtschulen, ob es auch Bundesschulen dementsprechend sind. Hier haben wir klare Konzepte erarbeitet, die wir in den nächsten Monaten noch intensiver präsentieren werden. Beim leistbaren Wohnen geht es nicht nur um die Mieten, sondern dann auch um die Betriebskosten, die laufend steigen. Energiethema, Energiearmut für die Zukunft wird uns auch 2014 ganz intensiv beschäftigen. Und es waren sozialdemokratische Gemeinden, die die ersten Spatenstiche für junges Wohnen begonnen haben. Wir wollen, dass es allen Generationen und allen Menschen möglichst gut geht. Und wir hoffen auch mit unserem konstruktiven Weg, mit dem Mitregieren, mit Landeshauptmann Stellvertreterin Karin Renner, mit Landesrat Maurice Androsch, auch in Niederösterreich die Situation noch zusätzlich zu verbessern, sozialdemokratische Ideen einzubringen, Kompromisse durchaus auch zu schließen, aber den eigenen Weg und die eigene Position auch festzuschreiben und damit auch Flagge zu zeigen in Niederösterreich. Geschätzte Damen und Herren, 2014 wird auch das Jahr sein der EU-Wahl. Die EU ist nicht immer populär. Vieles wird der EU angelastet, um auch von eigenen Dingen abzulenken. Aber die Europäische Union ist als Friedensprojekt eines ganz sicher, das wir nicht missen wollen. Und Niederösterreich hat von dieser Ostöffnung und von der Eingliederung der Staaten im Osten und Südosten Europas in die Europäische Union ganz sicher profitiert. Die Frage, die sich für mich stellt, oft auch im Zusammenhang mit der gemeinsamen Währung, ist, ob wir nicht mehr Europa brauchen und dazu auch stehen müssen als weniger, und dass wir die Menschen überzeugen, dass dieses Europa längerfristig den Vorteil bringen wird, den wir auch wollen und brauchen. Das ist für mich gerade in einem Jahr, wo auch 100 Jahre
der Erste Weltkrieg und der Beginn zurücklegt, ein entscheidender Faktor. Ich möchte kein Europa, in dem sich die Nationen die Schädel einhauen. 80 Jahre jährt sich nächstes Jahr das 34er Jahr. Bürgerkrieg in Österreich, soziale Unruhen, Elend, Not, das alles wollen wir für die Zukunft vermeiden, das sind wir den nächsten Generationen schuldig. Aus der Geschichte lernen ist oft ein Zitat, das oft strapaziert wird. Gerade 1914, 1934, diese Daten sind so markant, dass eigentlich keiner an diesem Gedenken, Bedenken, an der ehrlichen Aufarbeitung der Geschichte, die in vielen Bereichen, gerade auch im Zusammenhang mit diesen zwei Daten gegeben ist, nicht vorbeikommt. Aber auch die Sozialdemokratie hat gleich zu Jahresbeginn 2014 einen Grund zum Feiern. Die Sozialdemokratie ist 125 Jahre jung und wir werden in Heinfeld durchaus diskutieren, wie die Zukunft, eine sozialdemokratische Zukunft in Österreich, in Niederösterreich, in vielen Kommunen, aber auch auf europäischer Ebene für die Zukunft ausschauen soll und ausschauen muss. Da bin ich noch einmal bei einem entscheidenden Thema für Europa. Europa muss sozialer werden, muss nicht nur eine Wirtschafts- und Finanzunion sein, es muss auch eine Beschäftigungsunion sein und es muss die zentralen sozialen Themen zu einem der ureigensten Anliegen machen. Denn nur ein sozial friedliches Europa, in dem Wohlstand und in dem Arbeit gegeben ist, wird auch für die Zukunft die Friedenskomponente, die für uns so wichtig ist, bewahren. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein schönes, ein erholsames, ein angenehmes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie. Und für 2014 wünsche ich uns, dass vielen dieses Bewusstsein gegeben ist, worum es auch bei der gemeinsamen europäischen Idee geht, dass wir damit aber nicht das eigene Land, die eigene Region, die eigene Stadt preisgeben, sondern dass dieses kein Widerspruch ist, dass man auf der einen Seite in Städten, in Gemeinden, in Regionen lebt, auf der anderen Seite dafür Sorge zu tragen hat, dass dieses Europa auch weiter ein friedliches Europa bleibt. Mögen viele dieser Wünsche 2014 in Erfüllung gehen, auch bei Ihnen. Jeder hat so seine kleinen und größeren Wünsche, aber vor allem unabhängig vom Alter. Gesundheit ist das Wichtigste. Alles Gute für 2014, viel Glück und viel Erfolg.